Man kann's ja mal versuchen. Ja, Schutz vor Versteinerung auf Talisa. Und jetzt los draufhauen. Das ist nämlich ein höherer Basilisk. Und die können Instant Death. Fernkampf. Deswegen ist es wichtig, sie in den Nahkampf zu bringen. Und Schutz vor Geschossen. Du bist ein Zauber der Stufe 3. Das heißt, du kannst geschrieben werden. Nichts leichter als das. So, solange der Versteinerungsschutz noch hält. Euer Leben liegt in Kann ich euch behilflich sein? Zwingen wir die Basilisken mal in den Nahkampf. Talisa hat Schutz vor Versteinerung, also können wir sie einfach so vorschicken. Also gut wie erledigt. Weil wenn sie versteinert wird, ist sofort Game Over, müsst ihr wissen, weil das zählt nämlich als tot. Versteinert werden. Was wollt ihr? Nichts leichter. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn gar niemand versteinert wird. Aber ihr seht, Basilisken geben verdammt viel Erfahrungspunkte. Wir brauchen nur noch 4300 bis zum nächsten Level ab. Und wir kriegen mit jedem normalen getöteten Basilisken... Wow. Ja, gut. Au, das ging jetzt gerade noch mal gut. Das wäre jetzt die Yahira versteinert worden. Aber ihr merkt schon, die Basilisken können so fast nichts. Und sie sind der Grund, warum ich gute Schleuderkugeln gekauft habe. Und die hier jetzt auch ein bisschen verheize. So, jetzt gucken wir hier. Ob sich hier noch irgendwo ein Basilisk rumtreibt. Die roten sind übrigens schlimmer als die gelben. Deswegen geben sie auch mehr Erfahrungspunkte. Ach ja, und du kannst magische Geschosse wieder da reinnehmen. Wenn niemand besser geeignet ist. Und wenn wir gegen mehrere Basilisken kämpfen müssen, dann benutze ich den Monsterherbeirufungsstab, um die Basilisken abzulenken. Das ist so ungefähr der Masterplan. Oh, ein Flint. Wenn niemand besser geeignet ist. Mir auf die Augen, Talisa zieht sich mal zurück, bis der Rest der Truppe kommt. Auch wenn drei Flints kein so ein Problem für dich sein sollten. So, das sind wieder 20 Punkte für Talisa. Und ja, ich konzentriere mich hauptsächlich wirklich auf die Charakterentwicklung von ihr. Wow, nicht Düna hier. Warum? Da bin ich überhaupt nicht einverstanden damit. Spiegelböser. Ist als Schriftrolle immer nett zu haben. Wobei wir es nicht so dringend brauchen. So. Was wollt ihr? Nichts leichter. Gehen wir mal weiter vor. Wir haben hier noch lange nicht gesichert. Hier kann es... ich mach mal einen Quicksave. Sicher ist sicher. Hier kann es... hier gibt es recht viele Basilisken. Wenn niemand besser geeignet ist. Nichts leichter als das. Und schlimm ist, wenn der Versteinerungsschutz irgendwann ausläuft. Mitten während wir im Kampf sind. Ja, nichts leichter als das. Ein Höhlenbär. Minz, versuch mal dein Glück. Schade, Rettungswurf gegen Zauber. So, halt sie mal selber. Und Yahira eine Heilung hinterher. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Dann gehst du mal weiter vor. Seid gegrüßt. Oh, na ganz toll. Hey Lindy, schau mal, wir haben ein paar Reisende getroffen.
Hey, ich heiße Kirian, mein Kumpel und ich sind eine abenteuerlustige Bande. Ihr seht genauso aus, allerdings ein bisschen mitgenommen. Ihr lernt das Geschäft wohl erst noch kennen, was? Wovon redet ihr, kleines Mädchen? Wir haben viel mehr Erfahrung als euer Gesindel, dass ihr eine Gruppe von Abenteurern nennt. Die sehen wirklich ein bisschen aus wie... Also sie sieht so aus, als ob sie gar keine Rüstung trägt. Wirklich? Kommt schon, seid vernünftig, zieht euch an. Ihr habt ungefähr so viel Stil wie eine Meute Kreischlinge. Eure Körperhaltung erbärmlich, ihr seid doch nur ein Haufen Bauern, die Rüstung und Waffen tragen und meinen, sie seien große Abenteurer. Das ist ein Trauerspiel. Wir könnten sie schlagen. Also wir können jetzt sagen, traurig, ihr gebt euch ich gebe euch traurig, ihr arrogantes kleines Ding. Ihr habt es so gewollt, seit wir angefangen haben zu reden. Zieht euer Schwert, ihr Luder. Nein, das sagen wir nicht. Wir wollen keinen Ärger, lasst uns einfach in Ruhe. Aha, seht ihr, da laufen die Verlierer. Vor lauter Angst, dass man ihnen den Hintern versohlt. Beinahe unter meiner Würde. Wisst ihr was, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich hatte gerade eben erst den Quicksave. Beinahe unter meiner Würde. Ich tue mein Bestes. Ja, nichts. Den beiden haue ich jetzt die Knoppel breit. Genau, ich gebe euch traurig. Klingt nach einer Herausforderung. Hey, Berin, Peter, Lindy, diese kleinen Würstchen da meinen wohl, sie könnten es mit uns aufnehmen. Junge, Junge, da habt ihr euch aber was aufgehalst. Wir sind keine Provinzstadt-Abenteurer. Wir sind waschechte Burschen aus Tiefwasser. Ihr seid adlige Schnösel, also vielleicht wollt ihr euch das ja nochmal überlegen. Ich glaube, ihr Psychopathen braucht mal eine Lektion, wir werden sie euch erteilen. Oh, und was für eine Lektion soll das sein? Wollt ihr mit euren großen bösen Schwertern den Hintern versohlen? Hey Jungs, zeigen wir es diesen Schimpansen. Ihr habt gerufen. Okay, Dünner hier, du beschwörst einfach ich mal Kreaturen. Mal so richtig die Fresse, dann hast du ausgelacht. Was wollt ihr? Au. Ups, sie ist jetzt starres Denken. Das ist nicht so gut. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Vor allem, weil sie so oft getroffen wurde. Was immer ihr braucht. Was zur Hölle? Ich bin ganz Ohr. Okay, das ist jetzt ein bisschen laggy. Vor allem, weil jetzt mein Held Talisa gestorben ist. Okay. Ihr wolltet es so. Was? Nichts leichter als das. Gorayan wäre auf eure Taten stolz. Wir sammeln uns erst einmal. Ihr habt gerufen. Was können wir alles Tolles sprechen? Spiegelbilder, Schutz vor Versteinerung? Nö. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du könntest auf jeden Fall schon mal die Gruppe segnen. Ja. Beinahe unter meiner Würde. So, und jetzt... Seid gegrüßt. Ja, nochmal. Genau, die brauchen eine Abreibung. Was immer ihr braucht. Du zauberst auf ja, die. Ja, allgegenwärtige Autoritätsperson. Du zauberst auf sie. Und da muss erstmal die Magierin weg. So. Was wollt ihr? Du heilst dich mal kurz selber. Ich bin ganz Ohr. Ihr habt eine Aufgabe. Du kannst ein Gewitter herbeirufen. Okay, die eine Magier, die Magierin ist schon mal weg. Kali zieht sich mal kurz zurück, um sich von Yahira heilen zu lassen. Und du haust mit magischen Geschossen weiter drauf, während du neue Pfeile in die Hand nimmst. Wenn niemand besser geeignet ist. So, jetzt haben wir nur noch den einen Stirnfried, den Peter. Was?
Gut. So. So viel zu diesen großen Mäulern. Ja? Das hat uns wieder gute Erfahrung gebracht. Jetzt sind es nur noch 3500. Ja, o allgegenwärtige. So, letzter Heilzauber. Gut. Gucken wir mal, was hat diese Pfeile? Schöne Pfeile. Ein Langschwert plus 1, wie das aussieht. Ein Absorptionstrank. Du hast einen Gürtel. Und Abwehrarm schien uns sowieso. Geld. Schutz vor dem Bösen. Zwei Zauber, die wir nicht unbedingt brauchen. Was immer ihr braucht. Was? Das war nicht so das, was ich wollte. Na komm, stapeln wir mal die Pfeile. Pfeile plus 1 und nochmal Pfeile plus 1 für dich. Langschwerter, die wir nicht identifizieren können. Oh, 7er Rüstungsarmbänder, sehr schön. Eine Stufe weniger. Den Riemen können wir leider auch nicht identifizieren. Das ist schade. Du den Unsichtbarkeitstrank da oben rein. Du die Sachen da rein. Ja, wir müssen eh jetzt gleich mal rasten, um uns hochzuheilen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir packen alles voller Identifizieren. Ja? Was wollt ihr? Nichts leichter. Und du schaust dir die letzten noch an. Den Kleriker, Morgenstern, Brandöl und einen Explosionstrank. Brandöl und Explosionstrank. Dein Inventar ist voll. So, so. Was macht denn der Explosionstrank? 6W6, also so wie die Geschossheitskette. Und du machst nur 5W6. Okay, du bist halt so etwas schwächer. Wer hat eigentlich zurzeit die bessere Überlieferung? Imoen? Nein, Düna hier. Was? Düna hier, kannst du diese Keule identifizieren? Morgenstern, Schlagspitze, Waffen. Macht 2W4. Was macht der Morgenstern? 1W6 plus 2. Also der Flegel hier. Der macht also 1 bis 6, 3 bis 8. Und der Morgenstern macht irgendwas. Ja? So, Minsk, du kannst noch die Rüstungen einsammeln. Das war gut. Nichts auf ich bin voll bewaffnet und Kampf. Und sie hatte wirklich keine Rüstung an. Ihr habt eine Aufgabe. So, mal kurz speichern. Heilung haben wir ja keine mehr. Okay, einmal erfolgreich geholt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du fängst an, die zu heilen. Ich bin ganz Ohr. Währenddessen gucken wir uns mal die Sachen an. Ein Morgenstern plus 1. Macht 3 bis 9 Schaden, also. Im Gegensatz zu 3 bis 8 Schaden, ein Schaden mehr. Ein Langschwert plus 1. Was ist das für ein Riemen? Goldener Riemen. Goldener Riemen, Goldriemen von Urnst. Dieses magische Kleiderstück wurde zum Schutz eines mächtigen Zauberers. Nochmal. Dieses magische Kleidungsstück wurde zum Schutz eines mächtigen Zauberers vor ihm übel gesinnten Kriegern geschaffen und besteht aus rotem Samt, der mit Goldfäden durchwirkt ist. Sein Zauber bietet Schutz vor Spaltwaffen aller Art, hat jedoch keine Wirkung bei anderen Waffen. Trägst du schon den Gürtel? Ja, du trägst den Stumpfhalsriemen. Stumpfe Waffen, Schlaggeschoss. Das heißt, wenn du den da anziehst,
Dann hast du Geschoss minus 4, Hieb, Geschoss minus 5, Hieb minus 4. Und so müsstest du Geschoss minus 5 immer noch haben, aber Schlag minus 4.